so weiter. Dann, wo ist Allah und sein Thron? Dann schreiben sie einmal an der Halsschlagader und einmal im Himmel. Subhanallah. Dann gucken wir uns mal den Vers an. Was sagt Allah im Koran? Da sagt er in Surah 5, Vers 16, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Wir sind näher zu ihm als eine Halsschlagader. Dann kommt die Erklärung. Warum? إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ. Wenn die Schreiber auf der rechten und auf der linken Seite von ihm sitzen und schreiben, was er für Taten macht. Das ist damit gemeint. Mit dem, wir sind näher als die Halsschlagader. Und das ist, um uns aufmerksam zu machen, dass Allah alles sieht, alles weiß. Dann, Surah 54, Vers 84 und Vers 85. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ. Wir sind näher von ihm als ihr. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Aber ihr seht das nicht. In Surah Al-Waqia. Was ist damit gemeint? Sagt der Sahabi, damit ist gemeint, wenn die Seele rausgezogen wird. Weil davor steht, أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْكَكُمْ أَنَّكُمْ مُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. Was ist, wenn die Seele zum Hals aufsteigt? Das heißt, der ist näher. Die Engel, die diese Seele rausziehen, subhanallah. Und natürlich, Allah ist mit seinem Wissen überall und mit Bivati Fawqal Arsch. Wie Abu Zayd al-Kairawani sagt in Aqidah von Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Das heißt, näher als die Halsschlagader mit seinem Wissen und mit seinem Wesen über dem Thron in einer Art und Weise, wie es zu seiner Majestät passt. Wo kommt das Schlechte her? Haben wir schon gehabt. Dann etwas anderes Schönes. Da sagt Allah in Surah 71, Vers 19, sagt er, وَاللَّهُ جَعَلَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاتَ. Allah hat die Erde für euch zu einem Teppich gemacht. Sagt ihr, hier wie die Erde, Teppich? Dann sagen wir als allererstes, Kollege, wir können einen Teppich nicht nur auf einer Fläche ausbreiten, sondern auch auf einer Sphäre. Beispielsweise, wenn wir einen riesengroßen Globus haben, können wir einen Teppich drauf auslegen. Punkt 1. Punkt 2, was heißt Erde? Erde hat verschiedene Bedeutungen in der arabischen Sprache. Ich kann mit der Erde unseren Planeten meinen. Ich kann mit der Erde Staub meinen, den ich in der Hand habe, Dreck, so was wir Dreck nennen. Ich kann mit der Erde auch ein Stück Land meinen. Und ich kann mit der Erde was meinen? Die Erdkruste. Und jetzt gucken wir mal genau, was wir in diesem Jahrhundert entdeckt haben. In diesem Jahrhundert haben wir festgestellt, dass die Erdoberfläche nur bis zu 81 Kilometer dick ist. Und wo legen wir einen Teppich hin? Wir legen normalerweise einen Teppich irgendwo hin, wo es unbequem ist zu gehen, damit es bequemer wird zu gehen. So, und diese Erdkruste, ja, worüber liegt die? Wir wissen jetzt, dass das Innere der Erde heiß und flüssig ist. Das heißt, diese Erdkruste ist wie ein Teppich über dieses heiße Flüssige. Und warum? Und das kommt danach in dem Vers. Litasluku minha thubulan fijaja. Damit ihr auf den Wegen der Erde gehen könnt. Denn wenn die Erde heiß und flüssig wäre, könntest du nicht drauf gehen. Damit ihr da hinziehen könnt. Das heißt, das, was du als Widerspruch nimmst, ist im Gegenteil ein glasklarer, wissenschaftlicher Beweis, dass der Koran niemals vom Propheten Mohammed hergestellt worden sein kann. Was haben wir noch? Guck mal, dann sagen sie, befiehlt Allah euch Böses, befiehlt Allah Schlechtes. Und wisst ihr, was sie dann als Beispiel nehmen? Da bringen die Sure 2, Vers 189, wo Allah sagt, ja, und in der Nacht, befiehlt Allah euch Böses und erlaubt er euch Böses. Und guck mal, was die jetzt bringen, Damit man wirklich jemand weiß, wie diese Menschen, was sie für eine Mentalität haben. Da bringen die Sure 2, Vers 189, wo steht, dass man in der Nacht des Fastens mit seiner Frau schlafen darf. Sagen die, guck, Allah erlaubt euch das Böse und befiehlt euch das Böse, weil du mit der Frau im Ramadan fasten darfst, wenn Nacht ist. Boah, was seid ihr Brüder? La ilaha illallah. Es ist was Böses, mit deiner Ehefrau zu schlafen. Subhanallah, wir können leider nichts dafür, wenn ihr ein bisschen verklemmt seid. Dann können wir nichts früher. Alhamdulillah, bei uns im Islam, wir sind ganz locker in dieser Beziehung. Das heißt, wenn man mit einer Frau verheiratet ist, Alhamdulillah, du kannst mit der Frau machen,
was für dich erlaubt ist, kannst du im Prinzip alles machen, außer bestimmte Sachen. Und halt im Ramadan kannst du in der Nacht mit dir schlafen. Alhamdulillah, wo ist das Problem? Das ist was Böses, aber bei euch ist das das Fleischliche. Nein, das ist etwas, was nicht schön ist. Subhanallah. Aber du gehst raus auf die Straße, FKK, nackte Frau, Werbung, Striptease, Club, dies. Guck, guck, Subhanallah, was für ein Widerspruch. Was für eine Heuchelei. Die perverseste Gesellschaft aller Zeiten, ja? Mit Zwingerclub und allem drum und dran. Und dann sagen, guck mal im Islam, der Mann darf mit seiner Frau schlafen im Ramadan. Wenn es Nacht geworden ist. Guck mal, was für ein Quatsch das ist, Subhanallah. Dann kommen sie mit dem nächsten Knaller. Ich muss mal kurz gucken hier. Pass auf, das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Sie haben gesagt, guck mal, Allah befiehlt den Leuten, Schlechtes zu tun. Als allererstes, wir könnten diesen Befehl auch von der Verherbestimmung sehen. Aber trotzdem, und Subhanallah, in dieser Übersetzung ist es falsch übersetzt. Und bei Max Hennig ist es richtig übersetzt. Ja, dann hier, der Vers ist, Sure 17, Vers 16. Und wenn wir eine Stadt vernichten befehlen, befehlen wir denjenigen, die in ihr üppig leben, und jetzt macht er in Klammern, weil das nicht da steht, zu freveln. Und wenn sie dann freveln, ja, dann so bewahrheit sich das Wort gegen sie und dann zerstören wir sie vollständig. Aber da steht nicht freveln, sondern die wahre, da die richtige Deutung ist, wenn wir eine Stadt vernichten wollen, welcher Wille ist das? Der Wille Kaunia, inshallah. Wenn wir die vernichten wollen, dann befehlen wir denen Gutes zu tun und dann freveln sie und dann vernichten wir. Wisst ihr, wer das übersetzt? Max Hennig, der kein Muslim ist. Das heißt, Allah befiehlt denen nicht zu freveln, sondern befiehlt denen Gutes zu tun und dann freveln sie. Das heißt, was haben die Kuffar hier gemacht? Diese hinterhältigen Menschen, die haben eine falsche Übersetzung genommen. Und das kommt auch oft vor, das werden wir jetzt noch öfters sehen. Das heißt, die nehmen eine falsche Übersetzung und sagen, guck mal, Allah befiehlt den Menschen Schlechtes zu tun. Hier, einmal befiehlt er den Männern, sie dürfen im Ramadan mit ihrer Frau schlafen. Oh, wie gefährlich. Und einmal befiehlt er den, Leuten zu freveln. Und wenn sie dann freveln, vernichten wir sie. Aber falsche Übersetzung, er befiehlt ihnen Gutes zu tun. Dann wird es Befragung im Paradies geben. Jetzt gut aufgepasst. Das sind wieder diese Geschichten mit jüngster Tage. Ich will das nur kurz illustrieren. Ja? Es ist immer dasselbe, immer andere Situationen hier. Die allgemeine Lage im Paradies wird hier beschrieben. Sure 52, Vers 25. Sie wenden einander zu und fragen sich gegenseitig. Das heißt, sie sind im Paradies, wenden einander zu und fragen sich gegenseitig. Möge Allah uns von denjenigen machen. Amen. Und jetzt kommt Sure 23, Vers 101. Guck, eine ganz andere Situation. Wenn ins Horn geblasen wird, was ist, wenn ins Horn geblasen wird? Die Menschen stehen wieder auf. Dann fragen sie sich nicht mehr gegenseitig. Das ist eine andere Situation. Wenn ins Horn geblasen wird, sind die Menschen noch gar nicht im Paradies. Aber die schreiben, befragt man sich im Paradies oder nicht? Hier, der zweite Vers hat gar nichts mit dem Paradies zu tun. Aber so versuchen die Verse an andere Stellen zu setzen, um die Leute zu verwirren. Weiter im Text. Wir machen jetzt alles. Dhulqarnain. Da sagen die, im Koran steht, Dhulqarnain war ein rechtschaffener Mann. Aber Dhulqarnain ist Alexander der Große und Alexander der Große ist laut geschichtlichen Tatsachen ein Muschrik, ein Götzendiener gewesen. Wir sagen erstmal, deine geschichtlichen Tatsachen, wenn der Koran dagegen spricht, ist der Koran richtig. Wo ist dein Beweis, dass Alexander der Große nicht den Islam angenommen hat? Also den allgemeinen Islam, die Gott ergeben hat, dass er nicht nachher ein Monotheist gewesen ist. Nirgendwo. Punkt 1. Punkt 2. Wo steht Alexander der Große? Hier steht nicht Alexander der Große, hier steht Dhulqarnain. Und ich fordere jeden heraus, er soll mir Alexander der Große bringen. Stimmt, einige Mufassirun haben mir gesagt, einige Erklärer vom Koran haben gesagt, das wäre Alexander der Große. Aber wo steht das? Nirgendwo steht das. Das heißt, du kannst nicht irgendeinen Vers nehmen und sagen, ja hier, im Koran steht gar nicht im Koran. Und von daher ist dieser Punkt schon mal raus. Dann sagen sie, der Koran würde sagen, die Sonne geht im Schlamm unter. Analysieren wir mal. Allah sagt im Koran, in Sure 18, ich glaube Vers 86 oder so, sagt er, فَأَتْبَأَ سَبَبَ حَتَّى إِذَ بَلَغَ مَرِّبَ شَمْسِ وَجَدَهَا تَرُّبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ
Ja? Das heißt, bitten, dann ist er zum Ort des Sonnenuntergangs gegangen. Zulkarnain. Was ist der Ort des Sonnenuntergangs bei den Arabern? Das Meer, beziehungsweise ein großes Gewässer, wo du nicht mehr weiterkommst. Dort, wo die Sonne untergeht. Dann sagt er, und er hat gefunden, erste Beschreibung, sprachliche Erklärung, als wenn die Sonne in einer schlammigen Quelle untergeht. Weil wenn du am Meer stehst, sieht das so aus, als wenn die Sonne da untergeht. Das heißt, was Allah hier beschreibt, ist das, was Zulkarnain beobachtet hat. Wenn ich sage, der Mathematik, der Student hat in der Mathearbeit geschrieben, 2 plus 2 ist 5, heißt das dann, dass ich einen Fehler gemacht habe? Nein. Ich beschreibe nur, dass der Student einen Fehler gemacht hat. Und er sagt dir nur das, was Zulkarnain beobachtet hat. Er hat sie gefunden. Es erschien ihm so, als wenn die Sonne in einer schlammigen Quelle umgeht. Und die andere Erklärung ist, auf wen bezieht sich das Vieh in einer schlammigen Quelle? Ich habe die Sonne gestern übrigens auch untergehen sehen. Wisst ihr wo? Bei mir im Garten. Ja, die ist bei mir im Garten untergegangen. Subhanallah. Bei uns im Feld ist die untergegangen, im Feld bei uns. Ist die Sonne untergegangen. Subhanallah, ganz klarer Fall. Das heißt, von der sprachlichen Seite kann niemand jemand sagen, dass jemand gesagt hat, dass die Erde in die Sonne, dass die Sonne in die Erde untergeht. Punkt. Sondern, das ist das, was Zulkarnain beschrieb, von der sprachlichen Seite her, lassen sich wieder zwei Dinge erklären. Dann, wieder derselbe Punkt wie eben, ist Allah der einzige Wali? Einmal sagt Allah, er ist der einzige Wali. Einmal sagt er, die Gläubigen sind Wali, Schutzherren. Einmal sagt er, die Gesandten sind Ali. Dann sagen wir wieder, ja, CDU hat einen Präsident, einen Schatzmeister und einen Kassenwart. Ja, wieder genau dasselbe. Das heißt, die Gläubigen sind nur dein Wali und der Prophet, der Gesandte, weil du Allah zu deinem Wali genommen hast. Ganz einfach. Dann vergibt Allah Schirk, haben wir eben schon erklärt. Ja, aber nur diesseits. Und wer damit stirbt, geht für alle Ewigkeit in die Hölle. Dann. Denn jetzt das Nächste. Haben die Israeliten aufgehört, guck mal, so steht die Frage dann da. Haben die Israeliten aufgehört, das Kalb anzubeten, bevor Moses zurückkam oder nachdem? Bevor oder nachdem? Jetzt. Haben die aufgehört, das anzubeten, bevor oder nachdem? Dann steht dann vorher, nachher. Und dann bringen sie diesen Vers. Vorher, nachher. Dann guckt man, ob da steht, ob die vorher aufgehört haben oder nicht. Ja. Und als sich bei ihnen die Reue einstellte und sie sahen, dass sie bereits irregegangen waren, sagten sie, wir bereuen und so weiter. Das ist Sure 7, Vers 149. Das heißt, bevor Moses wiederkam, haben sie bereut. Jetzt steht in Sure 20, Vers 91, steht, dass sie zueinander gesagt haben, wir werden nicht davon ablassen, uns seine Andacht hinzugeben, also der Andacht von dem Kalb, bis Musa zu uns zurückkehrt. Widerspruch hier. Die haben gesagt, wir werden nicht aufhören, den anzubeten, bis Musa zurückkehrt. Aber hier steht, bevor Musa zurückgekehrt ist, haben sie aufgehört, es anzubeten. Ganz einfach zu erklären. Sie haben gesagt, wir werden nicht aufhören. Das heißt aber nicht, dass sie nachher nicht doch aufgehört haben. Zum Beispiel eine Frau sagt, ich werde niemals Kopftuch tragen. Am Ende trägt sie trotzdem Kopftuch. Allah sagt hier nicht, sie haben nicht aufgehört, das Kalb anzubeten, bis Musa zurückkam, sondern sie sagen, sie nehmen sich etwas vor. Aber das heißt nicht, dass das, was sie sich vorgenommen haben, dass sie das am Ende auch tatsächlich durchführen. Logischerweise. Genauso wie eine Frau, die sagt, ja, ich will mit 15 Jahren anfangen, das Kopftuch zu tragen. Und dann trägt sie es trotzdem nicht. Das eine ist kein Widerspruch vom anderen, sondern sie hat sich vertan. Hier, wenn ich dann sage, ja, sie trägt das Kopftuch mit 15, aber sie hat es doch nicht getragen. Ist ja ein Widerspruch. Nee, sie hat das eine Mal nur gesagt, sie hat vor, das zu tragen. Und hier die auch, die Israeliten haben gesagt, wir werden das tun. Das heißt, sie haben vorgehabt, nicht aufzuhören, dieses Kalb anzubeten, bis Musa zurückkehrt. Aber was sie am Ende machen, ist eine andere Geschichte. Dann, hatte Aaron mit Schuld, dass sie das Kalb angebetet haben? Ja? Dann steht in Sure 20, 85, wie Aaron versuchte, sie davon abzuhalten, das Kalb anzubeten. Also mit anderen Worten ist es nicht schuld. An anderer Stelle steht, dass Musa zurückkommt. So, also das heißt, nochmal die Frage, war Aaron mit daran schuld, dass sie das Kalb angebetet haben? Ja? Dann steht ja, nein. Dann bringen sie ja, wenn du den Vers durchliest, steht dann da, ja, dass er versucht hat, die davon abzuhalten. Und dann bei nein,
Also er war schuld daran, dass er dir angebetet hat. Steht, dass Moses zu Aaron sagt, O Aaron, was hat dich, als du sie irren gehen sahst, davon abgehalten, mir zu folgen? Das heißt, es geht gar nicht darum, dass er schuld war, sondern dass er, als er gesehen hat, dass die irre gehen, warum bist du mir nicht hinterhergekommen mit den Leuten, die glauben? Das heißt, das eine hat mit dem anderen, das hat absolut nichts mit einem Widerspruch zu tun. Habt ihr es verstanden? Ja? Das eine Mal sagt er, er hat die davon abgehalten, also er war nicht schuld, dass sie das Kalb angebetet haben. Das andere Mal, Moses schelte die nicht dafür, dass sie das Kalb angebetet haben. Moses sagt nicht zu ihm, hey, warum hast du denen gesagt, die sollen das Kalb gießen? Er sagt zu ihm, warum bist du mir nicht gefolgt, als sie das gemacht haben? Warum hast du die nicht verlassen und bist mir hinterhergekommen? Dafür tadelt er ihn, weil er ihm gesagt hat, er soll ihm hinterher folgen, wenn sie es machen. Und nicht, weil er das Kalb mit angebetet hat. Dann wurde Jonas an das kahle Land geworfen. Dann steht ja, nein. Jetzt gucken wir mal, worum geht's? Worum geht's in dem Vers? Dann warfen wir ihn auf das kahle Land. Dann warfen wir ihn auf das kahle Land. Und an anderer Stelle steht, wenn ihn Jonas nicht eine Gunst, also Jonas, nicht eine Gunst von deinem Herrn erreicht hätte, wäre er mit Schimpf bedeckt an das kahle Land geworfen worden. Also der Unterschied ist nicht, dass sie an das kahle Land geworfen worden sind, sondern der Unterschied ist mit Schimpf bedeckt. Das ist der Unterschied. Ja, nein, nein. Dieser Vers sagt nicht, er ist nicht ans kahle Land geworfen worden. Er sagt, er wäre mit Schimpf bedeckt an das kahle Land geworfen worden. Klar? Verstanden? Sonst wiederhole ich das, dass das ganz deutlich wird. Ja? So, dann, guck mal jetzt hier diese Logik. Guck mal die Logik. Wie konnte Moses vom Injil berichten, wo noch gar kein Injil da war? Hier, 7,57, Gott sagt zu Moses, meine Barmherzigkeit umfasst alles. Ich werde sie für die bestimmen, die gottesfürchtig sind und spenden unsere Zeichen glauben. Und die dem Gesandten, dem schriftunkundigen Propheten folgen, den sie bei sich in der Tora und im Evangelium aufgeschrieben finden. Also Moses sagt zu ihm, ich werde meine Barmherzigkeit denjenigen geben, die später kommen nach dir, die den Propheten folgen, den sie in der Tora, das Buch, was wir dir gegeben haben, und in dem Injil finden, was wir dem Propheten Isa nachgegeben werden. Subhanallah, war Moses kein Prophet? Konnte Moses nicht wissen, dass danach noch ein Injil kommen wird? Das heißt, wo ist hier der Widerspruch? Sagt, ja, Moses konnte doch noch gar nichts vom Injil wissen, weil das Injil war ja noch gar nicht offenbart. Ich habe gedacht, Moses wäre ein Prophet gewesen. Mir wird gesagt, was danach eventuell offenbart wird. Aber zur selben Zeit sagen dieselben Christen, im Alten Testament gibt es tausende Prophezeiungen, tausende, wo steht, dass Gott als Mensch auf die Welt kommen wird, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Erstmal steht an keiner Stelle in der Bibel, erstmal. Und zweitens, Subhanallah, wenn du sagst, dass die vorher davon berichtet haben, dass Jesus kommt, wieso glaubst du dann nicht daran, dass vorher berichtet wurde, dass Jesus mit dem Evangelium kommt? Guck mal, wie unlogisch das ist, Subhanallah. Alles okay, Bruder? Ist okay? Injil, Evangelium. Injilium, Evangelium. Ja, das heißt, die werden Mohammed im Evangelium in der Tora finden. Den Namen. Dann kann Verleugnung anständiger, treuer Frauen vergeben werden. Das steht in Sure 24, Vers 5, 4 und 5 steht, diejenigen, die die ehrbaren Frauen der Unzucht beschuldigen und dann keine 4 Zeugen bringen, geißelt sie mit 80 Peitschen hin und nehmt niemals mehr Zeugenaussage von ihnen an. Das sind die wahren Frevler, außer, wieder Arm und Chas, speziell und allgemein, außer, die nach all dem bereuen und sich bessern. So die Frage war, wird Gott denen vergeben? Ja, nein. Jetzt denkst du im anderen Vers, wo steht, denen wird nicht vergeben. Hier ist schon erklärt, die, die danach um Vergebung bitten und bereuen, denen wird vergeben. Jetzt kommt der nächste Vers, der nächste Vers. Jetzt denkst du, in dem Vers würde stehen, wer die anständigen, treuen Frauen beschuldigt, der Unzucht beschuldigt, dem wird nicht vergeben. Aber was steht da? Da steht was ganz anderes. Da steht gewiss, und das ist wieder Täuschung. Gewiss, diejenigen, die ehrbaren, keuschen Frauen beschuldigen, ja, also verleugnen, sind verflucht im Diesseits und Jenseits. Aber verflucht heißt nicht, dass dem nicht vergeben wird irgendwann. Und die Bedingung, dass sie Gott um Vergebung gebeten haben, ist nicht hier. Hier steht nicht, die haben Gott um Vergebung gebeten. Und wir wissen, wenn jemand eine große Sünde gemacht hat, der Fluch kann irgendwann aufhören. Die einzige Sünde, die nicht vergeben wird, auch solange, der bleibt für ewig in der Hölle, ist der, der Schirk macht, ganz klar.
Dann der nächste super Widerspruch, angeblich Widerspruch. Die sagen, Dhulqarnain hat einen Wall gebaut, wo er diese Yajuj und Majuj also eingeschlossen hat. Und dann sagen sie, ja, wo ist denn dieser Wall? Der muss ja riesengroß sein. Warum sehen wir den nicht auf dem Satellitenbild heute? Subhana, wir sagen, wenn ihr euch ein bisschen mit Archäologie auseinandergesetzt hättet, dann würdet ihr wissen, dass man heute so viele Städte findet, die verschüttet sind, verschüttete alte Städte findet, die noch unter der Erde sind. Wie könnt ihr dann jetzt auf so eine dämliche Idee kommen? Das zeigt nur, wie unwissend diese Leute sind. Und außerdem könnte Allah es machen, weil Allah allmächtig ist, dass wir diesen Wall nicht sehen. Khalas. Dann Masjid al-Aqsa. Allah sagt im Koran, Subhanalladhi asra bi abdihi layla min al-Masjid al-Haram ila Masjid al-Aqsa. Gepriesen sei derjenige, der seinen Diener in der Nacht von der Masjid al-Haram zum Masjid al-Aqsa gebracht hat. Dann sagen die, historischer Fehler. Masjid al-Aqsa, die gab es damals noch gar nicht. Die wurde erst von den Muslimen gebaut. Dann sagen wir, Mashallah. Subhanallah, damals haben Juden gelebt, die haben an Mohammed geglaubt. Dieser Vers wurde in der mekkanischen Zeit offenbart. Und die Menschen sind viele auf Handelsreisen auch dorthin gereist. Und ihr sagt jetzt, die haben alle an Mohammed geglaubt, 126.000 Stück. Und die wussten, dass da ein totaler Fehler im Koran ist, dass es die Masjid al-Aqsa noch gar nicht gibt. Guck mal, was das für ein Schwachsinn ist. Was heißt Masjid al-Aqsa? Wir meinen mit Masjid nicht das Gebäude, was heute da steht und neu errichtet worden ist, sondern Masjid bedeutet ein Ort, an dem Sujud gemacht wird, Niederwerfung. Und das ist ganz klar. Wie kriegen wir am jüngsten Tag die Bücher? Guck mal wieder, es ist langweilig, ne, oder? Es ist echt langweilig, oder nicht? Ja, guck mal, ihr guckt mich schon so gelangweilt an. Aber ich muss das alles widerlegen, Brüder. Aber guck mal, mit was für einem hohlen Schwachsinn diese Menschen kommen. Daran siehst du, dass die kein Argument gegen den Islam haben. Seht ihr das? Seht ihr das augenscheinlich mit eigenen Augen? Und das sind die stärksten Widerleger des Islam. Das sind die Leute, die hunderttausende Menschen rüberholen wollen zum Christentum und teilweise auch kriegen, weil die es mit unwissenden Muslimen zu tun haben, die den Koran nicht richtig lesen. Guck mal. Guck mal, mit was für einem Quatsch. Pass auf, jetzt kommt der nächste Knaller. Der nächste Knaller kommt jetzt. Jetzt sagen die, hey, im Koran steht einmal, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ Wem die, وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ Wem das Buch, am jüngsten Tag kriegen wir die Bücher, wo alles drin steht, was wir getan haben, in die linke Hand gegeben wird, ja? Das heißt, der ist verloren. Einmal steht, وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ Wem das Buch von hinter dem Rücken gegeben wird. Okay, kein Problem. Dir wird das Buch von hinter dem Rücken gegeben. Worein wird es dir gegeben? Womit nimmst du das Buch? Bist du ein Känguru oder wie? Kriegst du hier rein? Du musst ja in irgendeine Hand nehmen. Das heißt, du kriegst von hinter dem Rücken in die Hand. Die Logik, die Logik, die Logik. Die Logik ist sehr wichtig. Wir brauchen die. Und wie gesagt, das ist nicht gegen irgendwelche die normalen Otto-Normalverbraucher-Christen, sondern es ist gegen diese Leute, die absolut Islamfeinde sind und so tun, als wenn es im Islam Widersprüche gibt. Und glaub mir, du redest mit euch, im Koran gibt es so viele Widersprüche, mashallah. Die haben wir heute gesehen, die Widersprüche. Im Koran gibt es 100, ja, da gibt es so viele Widersprüche. Der Koran ist voller Widersprüche, das haben wir heute gesehen, mashallah. Mann, oh Mann, was gibt es hier viele Widersprüche? Pass auf, jetzt kommt der nächste Widerspruch, guck mal. Wenn man keine Argumente hat, dann tut man so, als wenn man Argumente hat. Kennt ihr diese Regel? Wenn man keine Argumente hat, tut man so. Guck mal, im Surah 4, Vers 71 steht, La takulu thalatha. Mit thalatha ist hier Trinität gemeint. Das heißt, sag nicht, Gott ist einer von drei. Wisst ihr, was sie sagen? Widerspruch. Weil wir müssen ja thalatha sagen, wenn wir diesen Vers vorlesen. Ja, ne? Das ist der Witz des Monats. Wir müssen jetzt, guck mal, das ist der klare Widerspruch. Das also, im Koran steht, La takulu thalatha. Sag nicht thalatha. Sag nicht drei. Damit ist Trinität gemeint, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Jetzt sagen die, ja, aber du kannst ja gar nicht den Koran sagen und nicht thalatha sagen, wenn du diesen Vers vorliest. Mashallah. Da denkst du echt, du bist bei der Muppet-Show gelandet. Ey. Und das hat jetzt bewiesen, dass der Koran nicht das Wort Gottes ist. Guck mal jetzt, kommt der nächste Knaller. Guck mal.
Wie gesagt, wenn man keine Argumente hat, tut man so, als wäre man Menschheit. Nächste. Wie kann der Koran in den früheren Schriften sein, wenn der Koran doch arabisch ist? Und dann schreibt dieser Schlauberger, ha, guck mal, ein ganz klarer Widerspruch. Ja? Im Koran steht drin, der Koran ist in den früheren Schriften, aber an anderen Stellen sagt der Koran, dass der Koran in arabischer Sprache ist. Aber die anderen Bücher sind ja gar nicht in arabischer Sprache. Haben wir gesagt, der Koran ist wortwörtlich, alles was im Koran steht, steht in den anderen Büchern auf Arabisch? Was bedeutet dieser Vers? Guck mal, jetzt, was Max Henning, wie Max Henning diesen Vers übersetzt hat, nicht Muslim, Kafir. Der hat übersetzt, und wahrlich verkündet ist er, der Koran ist verkündet in den früheren Schriften, das ist die Bedeutung davon, was auch die Sahaba sein. Das heißt, in den vorigen Schriften wurde schon gesagt, dass irgendwann der Koran kommen wird. Jetzt kommt der nächste Knaller, guck mal. Nächste Logik. Für die ganz logischen Menschen. So, Lot, bei Lot wird gesagt, dass seine Frau zurückgelassen wurde. Und einmal steht, eine alte Frau wurde zurückgelassen. Das heißt, die wurde vernichtet. Die wurde auch gestört. Die wurde auch zerstört, ja? Und starb. Dann sagen die, guck mal, ist ja ein Widerspruch. Einmal steht Lots Frau und einmal steht eine alte Frau. Was ist die Erklärung dafür? Komm, ich will sie jetzt von euch wissen. Einmal steht eine alte Frau und einmal steht Lots Frau. Erklär. Richtig! Die Frau von Lot ist alt. War nicht schwer zu erraten, oder? So. Jetzt kommen sie aber mit dem nächsten Widerspruch. Wie kann denn Gott sagen, dass die Frau alt war? Das ist doch unrespektvoll. Mashallah, eigentlich alt ist in unserem Sprachgebrauch eine Beschreibung von einer Person. Aber vielleicht liegt das daran, weil in Deutschland eine Person, die alt ist oder in der westlichen Welt nichts mehr wert ist und ins Altersheim geschickt wird, dass deswegen das dann bedeutet, dass eine Frau, die alt ist, die ist nichts wert, deswegen hat Gott unrespektvoll mit der geredet. Außerdem war diese Frau eine Käfira, deswegen muss Allah auch gar nicht respektvoll von der reden. Punkt 2 dazu. Dann sagt er, und dann fragen wir natürlich, wie kommt es eigentlich, dass bei euch in dem Buch Jesus laut Johannes 2, Vers 4 zu seiner Mutter gesagt haben soll, was habe ich mit dir zu tun, Frau? Das ist Respekt, Mashallah. Zu seiner Mutter, eine heilige Frau, was habe ich mit dir zu tun? Dann, jetzt kommt es weiter. Unterschiedliche Antworten vom Volke Lots. Wie viele Kassetten haben wir noch? Okay, alles klar. Volk Lots. Ja, jetzt kommt wieder unterschiedliche Antworten. Ich will es nicht vorlesen. Es sind wieder andere Situationen. Dann kommt, hat Abraham die Götzen zerstört und einmal hat er sie nicht zerstört. Es sind andere Situationen, ja, aber natürlich die Intelligenzbolzen, die können das nicht unterscheiden. Dann kommt der nächste Knaller. Ja. Der Mond, sagen sie, die sagen, wie im Koran steht, وَزَيَّنَّا سَمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحِ. Wir haben den unteren Himmel mit Lampen geschmückt. Und damit sind die Sterne gemeint. Der Unterhimmel. Und das sagt, Allah sagt im Koran, dass der Himmel 7 Stufen hat. Das heißt, die Sterne, die sind am untersten Himmel. Das heißt, dieses ganze Universum ist, inshallah, Allahu alam, nur der unterste Himmel. Und wir wissen schon, wie unendlich weit in unserer Vorstellung, dass unser Universum alleine ist. Ja? Jetzt sagen die, aber Allah sagt doch im Koran, und wir haben den Mond zu einem reflektierten Licht gemacht, da drin. Zu einem reflektierten Licht. Und da sagen die, guck mal, da drin, und dann übersetzen die falsch. Dann sagen die, wir haben den Mond in den Himmel, mitten in den Himmel zu einem reflektierten Licht gemacht. Dann sagen die, guck mal, wenn die Sterne, die Schlauberger, wenn die Sterne am untersten Himmel sind und der Mond ist inmitten der Himmel, ja, dann heißt das also, der Mond ist weiter entfernt als die Sterne und hat der Koran einen Widerspruch. Das Problem ist, nur nirgendwo im Koran steht, dass wir den Mond zu einem Licht inmitten der Himmel gemacht haben. Punkt 1. Punkt 2. Vielleicht ist diesen Menschen noch nicht bewusst geworden, dass die Erde rund ist, weil ja in der Bibel steht ja, dass der Teufel, Satan Jesus auf einen Berg geführt hat und von diesem Berg hat Jesus alle Reiche der Welt gesehen. Das hätte natürlich nicht sein können, wenn die Erde rund ist.
Weil dann kann er nicht von dem Berg alle Reiche der Welt sehen. Weil wenn die Erde rund ist, logischerweise das, was auf der anderen Seite der Erde ist, kann er nicht sehen. Ja. Und auch das, was in Südamerika ist, kann er nicht sehen, weil dann schon diese Wölbung eingesetzt hat, kann er nicht sehen. Aber vielleicht ist das denen entgangen, weil wenn wir sagen, dass der Mond, selbst wenn wir sagen würden, der Mond ist inmitten der Himmel, selbst wenn wir sagen würden, der Mond ist inmitten der Himmel, ja? Okay, wir haben hier die Erde, erster Himmel, zweiter Himmel, dritter Himmel, vierter, ne? Richtig? Und hier haben wir auch erster Himmel, zweiter Himmel, dritter Himmel, vierter Himmel. So, wo ist dann der Mond? In der Mitte. Logik ist so schön, wenn man sie hat. Habt ihr verstanden? Versteht ihr? Dann ist der Mond sowieso in der Mitte, aber da steht sowieso nicht in der Mitte. Dann sagen sie, nee, nee. Dann, wenn du sagst, ja, das heißt, da steht nicht in der Mitte, sagen die, doch, doch, da steht in der Mitte, weil da steht da drin, Vieh. Ach so. Wenn ich sage, ich habe das auf dem Tisch, heißt das jetzt, das steht in der Mitte vom Tisch? Ist totaler Quatsch. Aber wie gesagt, was ist die Regel? Wenn man keine Argumente hat, dann tut man so, als wenn man welche hätte, wie ich schon gesagt habe. Und es geht weiter. Guck mal, jetzt der nächste knallharte Widerspruch. Salomon hat mit Ameisen kommuniziert. Sure 27. Das kann doch gar nicht sein. Man kann doch gar nicht mit Ameisen kommunizieren. Mashallah. Moses hat das Meer getrennt. Geht doch gar nicht. Wie kann man das Meer trennen? Jesus hat die Toten lebendig gemacht. Wie kann man das, die Toten lebendig machen? Jesus hat die Blinden geheilt. Die Kranken geheilt. Mashallah, was für ein Widerspruch. Wir haben eigentlich gedacht, dass das ein Wunder gewesen wäre von Salomon, dass er mit den Ameisen kommuniziert hätte. Und übrigens ist von moderner Wissenschaft erwiesen worden, was der Koran sagt. Nämlich, dass die Ameisen, das ist ein Beweis für den Koran, dass die Ameisen ein kompliziertes System und fortgeschrittenes System der Kommunizierung haben. Dankeschön. So, dann. Nächste Vers, nächste knallharte Widerspruch. Der Koran sagt, wo es Berge gibt, gibt es keine Erdbeben. Aber gerade da, wo es Berge gibt, gibt es auch Erdbeben. Ich sage, gib mir mal den Vers, wo steht, wo es Berge gibt, gibt es keine Erdbeben. Der Vers steht nirgendwo im Koran. Im Koran steht, وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ. Wir haben die Berge, ja, große Berge gemacht und die Berge an anderer Stelle zu Flöcken gemacht, dass die Erde nicht mit ihnen wanke. Steht nicht Erdbeben. Erdbeben heißt auf Arabischen Zilzal. Zilzal ein Erdbeben, Zilzal mehrere Erdbeben. Das heißt, wenn du irgendetwas in den Koran hineininterpretierst, sagst, im Koran steht, und steht überhaupt nicht im Koran, ja, da können wir auch nichts dafür. Im Koran steht die Sonne ist eine Rakete, die man abgeschossen hat, steht aber nicht im Koran. Ja? Das heißt, du interpretierst was in den Koran rein, was gar nicht reinsteht, da drin steht. Aber was sagen wir dazu? Wenn man keine Argumente hat, dann tut man so, als wenn man welche hätte. Sondern es steht, damit die Erde nicht mit ihnen wanke. Und das hat damit zu tun mit der Plattentektonik. Und das ist von der modernen Wissenschaft bestätigt worden, dass die Berge dazu versorgen, dass die Platten nicht übereinander lappen und dass wir nicht mit diesen Platten einfach immer weiter rutschen. Jazakallahu khair.